Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Temporal. Ich habe beim letzten Mal ein Zeitparadoxon versprochen und kurz nach der Aufnahme festgestellt, es geht auch ohne. Aber weil ich es versprochen habe, will ich das Ganze natürlich auch einlösen. Ich fliege hier mit 20 Sekunden hoch und stelle mich mit einem zukünftigen Roboter unten drunter. So dass ich jetzt oben stehe. Dann drehe ich mich und ich fahre immer rüber. Ich stehe jetzt hier oben, genau oberhalb. Und kann jetzt wieder ein Stück zurück. Flieg hoch, flieg rüber. Das Ganze nochmal in die andere Richtung. Und ich habe es natürlich versaut, weil ich erst vorbereiten muss. Genau. Während ich vorbereite, lasse ich den dann unten durchlaufen. Den Müll. Ich muss natürlich erst die Vorbereitung treffen. Insbesondere muss ich den Schalter unten aktivieren. Und dieses Teil hier, das dann den Schalter wieder deaktiviert, indem es den Block, der den Schalter aktiviert, hui, das war knapp, wieder sprengt. Hui, war das knapp. Also, den da will ich mir gleich runterholen können. Und der da macht jetzt auch mal die Tür da unten auf. So. Dieses Explosionsteil wird jetzt hier. Sobald es runterfällt, wie gesagt, geht der orange Block kaputt. Der Schalter wird nicht mehr gedrückt und die Tür geht zu. Und in der paradoxen Lösung passiert das alles, nachdem dieser Roboter in dieser Zeitlinie diesen Block in die Tür geschoben hat. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, kommt man da so hoch? Ne, da braucht man schon den zweiten Roboter. So, also was jetzt noch fehlt, ist, dass der Block da oben rechts unter der Uhr runter, nach rechts runtergeschoben wird. So, das mache ich von hier aus. Wie gesagt, ich will jetzt hoch. Lass mein zukünftiges Ich unten drunter. Stehe auf dem drauf. Genau, und fliege von da aus hoch. Das Ganze zwei, drei Mal, damit es auch relativ sicher funktioniert. So, und jetzt sollte ich eigentlich hier stehen. Nur halt eins höher. So, dann fahre ich zum Rand. Rüberfliegen. Und hier rüberfliegen. Nach rechts rüberfahren. Ein bisschen nach rechts. So, jetzt sollte ich in der Ecke unten links stehen. Unter der Uhr. Und jetzt fahre ich nach rechts rüber und schiebe das Ding oben da rein. Ja, und jetzt ist dieses Vergangenheits-Ich in der paradoxen Zeitlinie wahrscheinlich schon tot. Und damit habe ich leider ein Paradoxon erschaffen. Wie gesagt, ich habe es euch versprochen und deswegen liefere ich natürlich auch. So, jetzt bin ich da drunter. Jetzt fliegt er gleich hoch. Beende das Ganze aber wieder und fliegt dann nochmal hoch. Sollte jetzt, genau, jetzt kommt er da hoch. Alles gut, alles wunderbar. Ich bringe mich hier schon mal in Position, weil ich muss gleich da runter und den Metallblock da unten holen. Wobei, ich zeige einfach mal, was hier oben so passiert. Ja, das war das, was ich meinte. Jetzt bin ich da und dann fliegt er jetzt. Ach, Mist. Ach, es hat nicht geklappt. Mist. Na gut, dann zeige ich eben die paradoxafreie Lösung. Tut mir leid, das hat jetzt nicht geklappt, aber wenn ich das Ganze nochmal versuche, dann geht da einfach zu viel Zeit drauf. Nein! Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut. Ja, das kommt schon runter, das ist schon okay. Also ich bringe das hier alles in Position. So. Den da bringe ich auch in
Position. Moment. Genau. Also der Fehler, den ich ursprünglich gemacht hatte, warum ich dachte, dass es um ein Paradoxon geht, war der, dass ich dachte, dass ich vor der Zeitreise, also jetzt quasi schon, den Block unten in die Tür schieben müsste. Und danach komme ich natürlich nicht mehr alleine hoch und genau, deswegen dann das Paradoxon, dass ich mir dann beim zweiten Durchlauf quasi selber in der Vergangenheit nach oben wieder helfe. Aber ich warte jetzt einfach kurz bis eine Minute, oh, 20, sollte reichen, 25, 1,25. So, und zack. Jetzt geht die Tür zu. Ich werde jetzt in der Zeit zurückreisen und bevor die Tür zugeht, den explodierenden Block in die Tür hineinschieben. Das heißt, ich sollte jetzt, wenn ich paradoxer frei bleiben will, schon mal so tun, als ob diese explodierenden Blöcke tatsächlich nicht vorhanden wären. Ich muss jetzt relativ weit zurück, damit ich rechtzeitig den Block rausholen kann. Ah, da ist die Tür schon offen. Ich reiche das noch. Ja, Minute 25, also jetzt 50 Sekunden Zeit. Das sollte eigentlich reichen. Ich muss ihn halt zuerst rausschieben, dann wieder zurück, weil sonst stehe ich in der Tür drin und kann halt auch nicht zum Ziel. Aber ja, gut, das geht problemlos. So. Zwölf, 13, 14, nicht mal schneller. Bei 25 habe ich ihn runtergeschoben. So, ich muss jetzt hier einmal kurz hochfliegen. So, damit das Feuer mich nicht erwischt und dann schnell hier drunter. Weil, wenn der Block da unten durchfliegt, ich zeige es lieber nicht, dann gehen die Kanonen hier an und schießen mich zu Tode und dann kann ich nicht mehr raus. Das heißt, sobald einmal irgendwas durch eine dieser Lichtschranken durchfliegt, kann man den Level nicht mehr beenden. Jetzt habe ich das ganze Paradox frei geschafft, allerdings habe ich den Milb nicht gerettet. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, wie man den retten kann. Ich habe das auch mit dem Paradoxon in der Vergangenheit noch nicht geschafft. Ja, also, neues Level, neues Glück. Chrono Access bei 15 Sekunden, 15 bis 20 Sekunden. Sollte reichen. Das ist ein nicht so tolles Level, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. So, der Block ist weg. Nein! Ich dachte, das sprengt den Block. Muss ich unter dem Block sein, damit es den Block sprengt? Ja. Oh. Tut mir leid. Ich bin heute irgendwie nicht wirklich in der Lage, sinnvoll zu spielen. Deswegen nehme ich heute lieber auch nur eine Folge auf. Also wieder bei 15 bis 20 den Chrono Access. So. Komme ich jetzt da runter? Ah, so, ne? Genau, hier kurz in die Ecke und dann zack. Genau. Das hier macht, glaube ich, den Weg zum Ausgang frei. Hier muss ich mir ein bisschen Platz machen, damit ich nach der Zeitreise auch wieder runter, also unten runter durchkomme. Ich glaube, jetzt habe ich es versaut. Oder? Habe ich es versaut? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich bin mal gerade nicht mehr ganz sicher, wie die Dinge hier in dem Level zusammenhängen. Andererseits heißt das natürlich, dass ich den beim ersten Durchspielen direkt auf Anhieb geschafft habe. Ah, Chrono Access muss man einfach nur einmal aktivieren, damit die Tür hier aufgeht. Alles klar. So, dann. Mist. Genau, jetzt muss ich den natürlich ausweichen irgendwie. Gut, dass ich da gerade hochgeflogen bin. Nein. Ach, Mist. Habe ich den danach nochmal aktiviert? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so funktioniert das mit dem Block oben, ne? Ja, das oberste. Jetzt haben wir immer das oberste gesprengt. Interessant. Okay, also ich habe jetzt hier bisschen Blödsinn gemacht. Ich muss natürlich da oben rein irgendwie. Okay, das heißt, ich muss den großen Block tatsächlich oben ablegen, weil ich am Ende, bevor ich in der Zeit zurückreise, zuerst die Lichtschranke rechts durchbrechen muss.
und dann in der Zeit zurückreisen muss. Ja, damit ich in der Zukunft dann ins Ziel komme und danach kann ich dann gemütlich in die Vergangenheit zurückreisen. So, jetzt kommt mein zukünftiges hier durch. Das lasse ich einmal durchlatschen. Das kann ich eigentlich schon so direkt so machen. Hey, wird der Sohn nicht sogar gleich gesprengt? Das wäre ja praktisch. Ja, super. Dann mache ich mir doch gleich das Ziel auf. Ja, der wird gesprengt. Klasse. Dann mache ich mir jetzt das Ziel auf bei 50 Sekunden bis einer Minute. Und reise zurück zu 10 Sekunden. Das sollte reichen, um da rauszukommen. Ich glaube, bei 14 Sekunden habe ich die Tür aufgemacht. Ja, aber. Ja, genau. Erst wieder hier durch. Ich frage mich, ob das auch anders geht. Irgendwie schneller. Aber gerade keine Idee, wie. Na. Hat gerade nicht geklappt. Also bei 55 oder bei 50. Bei 50 geht die Tür auf da oben. Das ist sogar jetzt. Verdammt. Ja, gut. Puh, Glück gehabt. Mist. Achso, da ist wieder im Lift. Tippi, in dem Lift natürlich. Wer sonst? Und er kann jetzt leider nicht mehr von Lift zu Lift weiterspringen und weiter mitkommen, weil die zentrale Liftintelligenz immer näher kommt und er Angst hat, gefangen zu werden oder gefunden zu werden. Genau, es gibt eine Passphrase, um zur zentralen Liftintelligenz vorzukommen. Das ist Joshua. Und dann einfach alle Schalter ausschalten. Und dann sollte die Liftintelligenz ausgeschaltet sein. Er wartet einfach am Terminal für den letzten Willen und Testamente. Aber er ist nicht. Ja, fast Pi-Minuten. Nicht ganz. Moment, nein. Jetzt habe ich die Leertaste gedrückt. Das zeigt, was tatsächlich passiert. Das wollte ich nicht. Ich wollte Enter drücken. Genau. Also da unten gibt es das da. Hui, da muss ich kurz nachdenken. Wie war das? Okay, also hier kann ich einen Schalter abfeuern. Das macht der Schalter da unten. Schießt einen Schuss zu dem Block, sodass der nach 20 Sekunden aufgesprengt wird. Das Ziel ist da hinten, also im mittleren Gang, wo man jetzt noch nicht reinkommt. Und das war blöd. Bin mir nicht ganz sicher, ob das Sprengteil dafür gedacht ist. Sieht aber so aus. Was passiert denn, wenn ich beide Schalter gleichzeitig drücke? Nichts, okay. Das heißt, was man hier macht, was man hier braucht, ich glaube, ich erinnere mich auch gerade wieder, ist folgendes. Dieser Block kann nachher zeitgesteuert nach 20 Sekunden Ablauf mitgesprengt werden, also der rote Block da unten. Der dann natürlich auch dafür sorgt, dass das Glas unten gesprengt wird. Und jetzt habe ich es, glaube ich, versaut. Also erst den roten Block hinschieben. Nicht so. Das ist echt nicht mein Tag. So, letzter Versuch. Wenn das nicht klappt, dann gibt es diesen Level in der nächsten Aufnahme. Also, nach 20 Sekunden Ablauf geht der zeitgesteuerte Block hoch, der sprengt dann das Glas mit und das Glas sprengt dann das Glas, was hier unten den Schalter beschützt, sozusagen, auch mit. Und dieser Block kann dann hinunterfallen auf den Schalter und ihn aktivieren, sodass die eine Tür zu und die andere aufgeht. Die Frage ist nur, was muss ich jetzt zuerst tun?
Ich glaube, ich will das so rum. So, damit ich erstmal möglichst weit komme und ich glaube, ich habe gerade auch Unsinn erzählt. Es ist nicht der Schalter, der unten ist, der den Schuss abfeuert, sondern die Lichtschranke hier. Der Schalter unten öffnet die Tür zur zentralen Lüftintelligenz. So. 5, 4. Ah, jetzt. Ja, genau so soll das funktionieren. Genau so. Bumm, zack. Und einmal durch. Bei 1 Minute. 2 Minuten. Oh je, hab ich mir die Tür hier unten geschaltet, damit mein zurückgereistes Ich da durchkommt? Falls nein, dann habe ich es versaut. Ich gehe mal so weit zurück wie möglich. Mhm. Okay, könnte es sogar sein. Oder? Hab ich? Ja, ich glaube, ich habe nicht. Ah, dann mach ich das einfach mal. Okay. Jetzt, diesmal klappt's. Und dann ist die Folge zu Ende. Und dann beim nächsten Mal geht's wieder mit mehr Hirn und mehr Fähigkeiten weiter. Also, ich reise zurück. Bei 20 Sekunden lasse ich mich rein. Und bei 25 Sekunden lasse ich mich dann raus. In der Zeit kann ich hier oben alles gemütlich vorbereiten. Zurückgereiste, ich warte jetzt da unten rechts. Das heißt, dem komme ich nicht in die Quere. Das kann jetzt nach oben. Ich muss dann entsprechend auch die Explosionen kurz abwarten, bis es rein kann zum Ausgang. So, jetzt kann ich da reinfliegen, kann rüberlaufen. Und ich gebe mir mal Zeit bis 1 Minute 20, um durch den Ausgang rauszugehen. Das sollte reichen. Ja. So, jetzt wieder zurück zu. 10 Sekunden. Im Schnelldurchlauf. So. Dann lasse ich mich jetzt einmal zwischen die Türen. Und dann raus. Genau. Ich gerade damit gerechnet habe, dort oben zu warten, sollte ich das jetzt auch wirklich tun. Sonst kommen sich die Roboter in die Quere. Oder ich bin einfach schnell und. Ich bin schnell. Ein zweiter Schuss macht, glaube ich, nichts, genau. Stell mich da mal hin. Und jetzt habe ich noch 10 Sekunden Zeit bis zum Ausgang. Naja, das klappt natürlich. Sehr schön. Ein neuer Rekord. Wow. Und ihr wart dabei. Yay. Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Und ich verspreche, beim nächsten Mal bin ich geistig fitter und werde mich nicht so blöd anstellen wie dieses Mal. Danke fürs Zuschauen und bis bald.